zusammenfummeln, da musst du schon ein bisschen und so weiter. Ja. Ist wieder Verhandlungszeit, ich brauche wieder Zeugen. Ja. Ich hab wieder Zeugen aufgerufen. Komm mal, stell mal mit irgendwann mal was. Steffen. Bekommst du mit, dass ich gerade voll am Rotz rausholen bin und dass das ein Augenblick ist, in dem ich garantiert nicht irgendwen zuhören will, sondern es total genieße, was da gerade abgeht, wenn sich mein Körper reinigt und mein Hirn entgiftet? Dass du ja nicht verstehen kannst, wenn ich was sage. Erstens das und selbst will ich es mir gar nicht verstehen müssen in dem Moment. Meinetwegen. Das ist mit größer die Grundlage der Kommunikation, das sollte man sich eigentlich als Größe verstehen. Mann, ja, Mann auf jeden Fall. Genau, auch, dass ich nicht immer dazwischen klapper, wenn wirklich geistige Ergüsse kommen und dann die zart werden. Diesen Schreddermechanismus, das ist echt eine spannende Variante, die wir jetzt gerade erlebt haben. Kommunikation und Geistschredder. Wir können überhaupt nicht miteinander kommunizieren, weil wir nicht im selben Milieu schwimmen. Du bist sehr viel mehr mit Nikotin angereichert als ich. Und du stehst unter Alkoholeinfluss. Ja, genau. Und deshalb kann Kommunikation überhaupt nicht funktionieren. Ja, Kommunikation ist ein rein chemischer Prozess. Den anderen wieder besichtigt, nicht wahr zu sein, das ist auch bescheuert. Nur weil er raucht und was getrunken hat, ehrlich. Es geht überhaupt nicht darum, jemanden zu bezichtigen, nicht wahr zu sein. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Es geht darum, dass Kommunikation nicht möglich ist, dass wir uns angleichen müssen. Ja, das ist ja eine andere Aussage. Dass wir uns sozusagen einspielen müssen aufeinander. Ja, und das hängt damit zusammen, was im Körper ist, woraus der Körper besteht. Und wenn du unter Alkoholeinfluss stehst, dann musst du eingestehen, dass da Kommunikation nicht möglich ist. Nicht. Weil du auf einer ganz anderen Frequenz schwingst. Weil du auch nicht bei dir bist, weil du neben dir stehst, wenn du unter Alkoholeinfluss stehst. Wenn du nur die Größe zwischen 0 und 1 siehst, dann ist das, was du sagst, wahr. Aber dummerweise jetzt ein Graustufe dazwischen. Jemand, der zum Beispiel betrunken hat, kann viel, viel ehrlicher und wahrer sein, als jemand, der nicht betrunken ist. Aber es geht nicht um ehrlich sein und Wahrheit, sondern um Aufmerksamkeit. Ja, genau. Dass Kommunikation heißt nicht nur, dass du verstanden wirst, sondern dass ich auch verstanden werde. Aber dafür darfst du dich bemühen. Ey, das mache ich ununterbrochen. Seit 33 Jahren. Seit ich schreien kann. Dafür darfst du dich bemühen, dass man sich versteht. So, das ist auch. Man soll sich verstehen. Von deiner Seite ist es auch nötig. Sei doch mal aufmerksam. Sei doch mal aufmerksam und horch auf das, was aus deinem Mund kommt. Tu ich doch, aber das tust du gerade nicht. Wer bin ich? Ich bin die Projektionsfläche. Ja, das auch. Und gleichzeitig Sender. Sucht euch aus, wer ist. Da hast du doch eine Schwingung. Eine Schwingung nach innen und nach außen. Dann schwingt es auch mal hin und her. Eine Spiegelgleichnis, das müssen wir irgendwie mal auf der Reihe kriegen. Ein Spiegel ist ein magisches. Lass einfach den scheiß Alkohol weg. Ah, das ist doch jetzt, du mach mich nicht aggressiv, weil ich jetzt ein halbes Bier getrunken habe. Nein, es geht darum, dass du das anerkennst, dass da eine Störung offenbar besteht. Eine Störung ist ja leicht auszuräumen, aber nicht ist absolut. Daher hast du jetzt dich schon in meiner Richtung hochgeschwungen. Dass du praktisch jetzt sagst, okay, wir haben Probleme in der Kommunikation, das möchten wir ausräumen. Ja, das ist ein großer Unterschied zwischen 0 und 1. Es gibt Graustufen. Und die Graustufen möchte man auch ausgedrückt sehen. Schließlich sind wir analog und nicht digital. Wir sind Menschen, können nicht digital denken, sondern wir sind analoge Wesen, wenn überhaupt zu vergleichen ist. Ich kann ja nicht folgen. Das ist jetzt gleich im schlimmsten Fall ein Selbstgespräch mit mir selbst. Durch deine Anwesenheit provoziert und trotzdem mitgelenkt. Die zwar frei im Raum schwebt, aber trotzdem irgendwie da ist.
So, ich muss jetzt gucken, wie ich auch mein. Nach unseren Videos. Oh. Ah, Videobeschau, okay, das ist richtig geschrieben. Ich will die Hauptschau nehmen. Naja, das ist wieder weniger so schwierig, ein schwieriges Wort zu folgen. Das ist grundsätzlich alles immer auf dich, oder? Ja. Weil ich ja auch in meiner Welt da bin und vielleicht sogar der Mittelpunkt in meiner Welt bin auf eine gewisse Weise, weil ich ja nicht mich selbst wegignorieren kann. Oder sollte, weil ich ganz bescheuert wäre. Das ist schön, eine orangefarbene Tagetesblüte. Die ist so wunderschön. Das sieht so gut aus. Orangefarbene Tagetes. Dunkelrote Rose. Rote farbene Rose. Weiße Rosen. Gelbe Rosen. Liebst du Hallo, zum zweiten Teil von Wir Feld. Eine Frage der Energie. Genau, ich lasse es. Ey, du musst echt deinen Teil steigern, ja? Die Reaktion ist so lange, dass es leiser ist. Das ist meine Challenge. Uiuiuiui, apropos Wasser, hier ist das Wasser hin. Das ist schön, wenn ich das in der Küche sehe. Ja, ich bin schon wieder in der Küche. Das ist auch nicht schwarz, hä? Ja. Na, ist doch Pizza, also ich sag. Der kleine Süße. Ich werde jetzt einmal jetzt schon einfügen.
Weil ich das so bequem habe, auf dem Stuhl. Hallo liebe Zuhörer. Ja, es ist kurz ein zweites Video, was ich eine Frage der Energie in Erfahrung habe. So. Ja, geht. Oh ja. Nicht. Und immer und selber. Ja, guter Tier. Ich liebe meinen Job. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so mal sage. Also guck mal, ich liebe meinen Job. Das Mode. Was auch immer. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich hasse meinen Job. Aber heute ist es wieder so, ich liebe meinen Job. Ich hoffe, das bleibt so. Dass ich nicht nochmal sagen muss, ich hasse meinen Job. Das wäre schön. Ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich glücklich machen. So. Soll ich das kopieren? Ich würde mich da viel leichter machen. Hoffentlich wieder mein Kabel ist wieder weg. Also entweder sagst du was oder nicht. So. Sag ich doch. Taube. Natürlich, was sagen. Was habe ich mir vorhin auf der Straße erzählt? Oh, das dass ich mit mir selbst kommuniziere und dass du mich immer alles auf dich beziehen musst und wenn ich mit mir selbst spreche. Ja. Ja? Also das ist der dann, du willst doch die ganze Zeit arbeiten, okay? Also das ist jetzt dann konzentriere dich auf deine Arbeit und lass mich doch, lass mich doch hier in meinem Meter-Radius alleine sein. Das ist so schwer. In dem Großraumbüro, da haben die noch weniger Platz. Du musst ins Nachbarbüro gehen, wenn du dich mal am Arsch fassen willst, weißt du? Ein Zitat von Eis. Wer bin ich? Die Muse. Die hat aber nichts zwischen ihren Beinen, das kann ich schon mal nicht sehen. Das ist ja mein und dein großer Vorteil in dem Falle. Hä? Und ich habe schon Kunst gemacht und das war echt gute Kunst. Und das ist immer noch gute Kunst, ja. Das ist aber nicht, dass ich nur eine bescheidene, ich bin eine bescheidene Muse, bescheidene Muse bin ich. Ich bin bescheiden. Sag ich darüber, ich bin außerordentlich bescheiden.
Ich möchte einfach nur sein dürfen. Mehr nicht. Weniger auch nicht. Also, zum zweiten Teil wollen wir selbst. Wer bin ich? Wo bin ich? Mit wem bin ich? Halten. Ich liebe da geht es. So, das ist gleich dein Anschlussvideo. Da geht es rosa um. Nee, nicht Antwortvideo, das ist ja falsch. Das ist doch gut gewesen. Komm, Scheiße. Mampf und Mampf. Da geht es Handblüte und Mampf. Scheiße, jetzt habe ich es verraten. diese Information ist streng auf Monik. Als Zitat, es ist schon fortgeschrittene Stunde. Ich bin schon wieder bei Schlafenszeit angelangt. Entschuldigung, ich bin schon wieder Lauerflash, ich mache schon wieder Radioshow. Also wenn ich rede und es nicht auf dich Radio. Irgendwer hört immer zu, das ist das Schöne daran, wenn ich Mund aufmache. Irgendwer hört immer hin. Das ist nämlich. Oh, ich dachte so selten, was wir erleben können. Meistens. Es ist schon nicht mehr ernst zu brauen, das ist ganz gut. Das Schwamm ist eine kleine Fliege und die kann ich noch retten. Komm mal her, du kleine Fliege. Pass mal auf deine Fliege auf. Ach du, der Schlange. Hier. So, jetzt klebst du erstmal an der Wand von der Platte. Kommst du dafür hin oder weg? Komm, hier halte ich erstmal dafür. Was halte ich jetzt? Halte ich jetzt? Geht auch nicht mit tun, du Kleiner. Ups, ups, das ging aber schnell, kurz und schmerzlos. Lebst du noch? Jo, sie kämpft. Eine kleine Drosophila kämpft gegen den Schleim, kämpft gegen den Geisterklipper. Oh, sie strampelt sich frei und sie schafft es, ich lasse ihr noch viel Zeit. Diese Kleinen. Schön. Ich kann mich leider nicht ignorieren. Du bist wirklich, du bist einmal so. Wir müssen wieder rausstellen. Ah, da kommt gerade eine Antwort vorbei, die Klonen. Hui, du hast aber echt schwer. Ich glaube, ich brauche da. Ich geb dir mal noch ein bisschen Unterstützung. Du darfst hier nochmal auf den zweiten Arzt steigen. Komm. Komm, steig mal da drauf. Zieh dich mal da raus aus dem Schleim. Ja, halt dich fest, komm. Halt dich fest. Das ist so. Das schaffst du. Nein, du machst. Da sind wir doch schon mal aus dem größten Dreck raus. Ne? Siehst du? Das schaffst du jetzt. Das muss ich jetzt mal von alleine gehen. Oh, schon so lange gestrampelt. Ne? Den Sumpfen der Traurigkeit. Und der Kaffeetasse der Traurigkeit. Oh, Tax. Nee, ich hab dich schon rausgeholt. Ja, ich weiß, dass ich gelobt. Ich könnte dich jetzt nochmal ins Wasser schmeißen, ob dir das gut tut. Das ist noch nicht. Das hat schon mal innen geschafft.
Ach, du versuchst schon, okay. Ich unterstütze dich. Kein mein Wunsch. Dass du das da rausschaffst. Kann ich dir noch einen Einstupfer geben? Komm, ich geb dir nur noch einen Einstupfer. Oh nein. Nein, mach ich nicht. Ich geh deine Flügel kaputt und das darf ich nicht. Den schaffst du doch von alleine. Meinst du? Ich hab immer geschickt, wenn ich mal so. Guck mal da, da, guck, die ersten zwei Beine sind schon frei. Ja. Ja. So, das Hauptding habe ich jetzt geschafft. Jetzt muss ich mal einen Fehler korrigieren. Was ich hab. Ataxia-Chef. Drosophila Ataxia heißt sie. Mhm. Neue Sorte. Rasse. Nee, weißt du schon. Drosophila Ataxia. Gerettet aus den Sumpfen der Traurigkeit, also aus dem Saft meiner Geisterklippertasse. Meiner Bronchienklippertasse, das ist aber auch Geisterscheiß. Ja. Und ich hoffe, dass es der Lufttrockenheit im Raum nicht möglich ist, sie vorher festzuschleimen, trocken zu schleimen, dass es vorher noch schafft, da rauszukommen. Die ersten zwei Beine sind ja schon draußen. Ich denke mal schon, dass sie das hinbekommt. Schafft sie. Ich könnte sie noch ans Wasser heben. Ja, das ist eine Kämpferin. Das ist so eine Kämpferin. Und na du? Ja, wow, nicht runterfallen. Sie ist frei. Sie ist frei. Sie ist geschafft. Ja, sie ist frei, nicht abgefallen, nicht runter. Ach, ich bin frei, die Kerzchen. Nein, noch nicht ganz, sie ist immer noch ein bisschen drin. Jetzt. Ja, da kommt schon wieder. Da kommt schon die nächste Falle. Ich bin schuldig am Tod. Hallo, zum zweiten Teil von dir, Elsa, eine Frage der Energie. Genau, ich lasse es jetzt einmal laufen. Es kommt ja für dich, dir selbst. Wo bist du hin, Dame? Hm? Willst du zu mir krabbeln? Krabbelst du zu mir? Ne? Hallo, zum zweiten Teil von dir selbst. Hm? Eine Frage der Energie. Ich dachte, okay. Hm? Oh, ich bin ja nicht hier. Ja, jetzt wird gefunden. Oh, jetzt geht es nicht rein. Hm? Ja? Ich fühle mich noch gar nicht. Okay. Jetzt sind sie nicht runter. Das ist ganz schön fit. Boah, wer? Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Bist du noch da? Ja. Ich war dazu im Laden, da hast du dich wohl gar nicht unterbrochen, hast dann gefragt,
ob ich das überhaupt wüsste, dass das wirklich die Diskussion sogar für andere sein. Dass ich dann wüsste, wie die Leute mit Zeit konfrontiert worden sind. Ja, und über diesen Herrn Vorfall habe ich mir dann Gedanken gemacht. Weil irgendwie, ich wollte was zum Ausdruck bringen, du kommst es nicht. Ich habe mich verbrochen, aber dieser Flow, diese Energie, die ich zum Ausdruck bringen wollte, ja, war weg. Und die Energie war kaputt. So, dann habe ich festgestellt, da haben wir auch auf Alter Tiefen gesprochen, dass du ich habe also Anzahl an Redezeit und Unterzeiten, die wir machen, die wir auch noch bei dir da haben. Nicht, weil wir nicht zu sagen haben, sondern weil er doch viel gesagt hat. Und zwar hat er doch... Ich habe schon mal zwei, war nicht so... Ich habe keine persönlichen Punkte, die wir jetzt haben. Zwei war ja auch eine Diskussion. Ja, das ist ja auch so viel. Der war ja praktisch angekommen. Ich kann nicht herausgreifen, weil ich stimme. Weil das typisch ist, das sind so gesagt, typisch für viele Menschen und auch für viele gruppende Menschen, das hat so. Also die Kritik daran ist kein... Weil Wirkung ist schon ziemlich hart in der Kritik, der ist wenig so bei. Aber das Verhalten kann nicht aufgefallen werden. Dann kann man wissen... Nein, der meint das überhaupt nicht. Kritisch. Die Betonung ist doch durchaus die Nose. Die Erkenntnisse von Evolution, sondern die Potenzialung von 10 Zielen, von James Redfield. Was ist das? Was? Schlimm. Boah, die Flügel sind wieder fit, ne? Guck mal, was abgeht. Das ist ja wieder... Schön, wenn so viel Zeit ist, ne? Mit unserer Villa zu retten. Und so viel Zeit bleibt. Das ist ja manchmal schuld, dass sie da reingeflogen ist, weil ohne mich gibt es halt den Schmutter da drin nicht.
Naja, er hat es schon sehr gut beschrieben. Also ich habe es leider jetzt nicht da, dass ich es zum Lesen gehen will. Was? Dieses Buch. Das hat mich nicht. Doch, also, einer hat es nicht mehr interessiert. Wohin? Im Fragezeichen. Ich habe mir gesagt, ich kenne es nicht. Ach so, das kann natürlich sein. Ich habe damit infiziert. Ja, bin ich. Power off. Ja. Jetzt sind wir mal ein nikotinfreies Rauchen. Ja. Das ist auch gut husten von. Ja, ich bin jetzt schon. Ja. Auf dem Baum von ihnen, das war gut. Ja, ne, hebt doch mal ab, die Kurse. Und wir haben nur 7% hier. 10% sind wir immer noch. Hm? So, ich bin nicht. Oder noch? Ziemlich weit. Ich sollte in einer Schule in den Vereinigten Staaten eben arbeiten. And the woman who organized the training was a counselor at the school. Und die Person, die dieses Training organisiert, war eine Frau. Ja, und die ist ein Referatungslehrer in dieser Schule. Said to me, Marshall, I hope you don't mind that I have still something to do. Sie sagte, Marshall, ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich habe etwas in deinen Zeitplan heute eingebaut. I've arranged for you to have a 2.5-hour lunch break. Ich habe arrangiert, dass du eine 2.5-stündige Lunchpause. Und ich hoffe sehr, dass du zwischen meinen zwei Brüdern meditieren wirst. They have not talked to each other in 8 years. Sie haben 8 Jahre lang nicht miteinander gesprochen. Jetzt ist sie vor Gericht und streiten sich darüber, wer was erben wird, wenn mein Vater sich in ein paar Monaten aus der Firma zurückziehen wird. Aber ich habe sie beide dazu bekommen, dass sie bereit sind, sich mit ihr aufzuhalten. Wer ist bereit, das zu machen? Wenn man das vor Gericht und bei den Anwälten ist man nicht in der Lage, das zu lösen. Und ich hatte 2.5 Stunden. Das war meine Mittagspause. Ich hatte auch ein Sandwich in der Hand, damit ich so mittendrin dann essen konnte. Jetzt bin ich also in einem Raum mit den zwei Brüdern. Their wives, mit der Frau, a mother and father, Mutter und Vater, and their sister who arranged. Und der Schwester, die das Ganze arrangiert hat. Ich bin zuversichtlich, dass wir da kommt was. But I was not predicting they were going to be able to attend the event. Aber ich habe es mir nicht vorhergesagt, dass sie in der Lage wären, die Impfdürfnisse zu sagen. Because most people know much more how to give an enemy image of the other person. Denn viele Leute können viel besser das Feindbild der anderen, so the older brothers are. Also sagte der ältere Bruder zum jüngeren, why should you get half of the property? Warum solltest du das Gehalt, die Hälfte von dem Grundbesitz bekommen? All you ever wanted to do was be with your friends and respect for father and he was really doing all the hard work. Alles, was du doch gemacht hast, war dann mit deinen Freunden zu spielen. Wir haben doch niemals unseren Vater Respekt erwiesen und der harten Arbeit, die wir da gemacht haben. And the younger brother jumped in and said, but you and father always talked to each other, you didn't care about me. Der jüngere Bruder sprang auf und sagte, aber du und Papa, ihr habt doch immer darüber gesprochen, es war doch, ich war euch doch egal. You were always, you know, the famous,
du wirst das immer im Paradies sehen. Und dann haben sie angefangen, gegenseitig sich anzuschreien. Und ich sagte, entschuldigen Sie. Manchmal, wenn ich nur so eine begrenzte Zeit habe, wie in diesem Fall, also es lief schon, es läuft schon eine Weile, habe ich gelernt, dass ich das Ganze nicht. Dann habe ich den älteren Bruder gefragt, ob ich in seine Rolle schlüpfen könnte. Und er sagte ja. Ich finde jetzt halt nur weniger, weil ich jetzt anzuklingen. Und ich hatte schon eine ziemlich gute Idee, nur von dem, wie sie sich so gegenseitig gewollt haben. Und jetzt mit Giraffenohren auf in der Rolle des älteren Bruders. Sagt der Bruder, geht es dir darum, dass du das Verständnis nicht bekommen hast, was du gerne gehabt hättest, als dein Vater und ich gesprochen haben? Und der jüngere Bruder war sehr berührt davon. Er hatte diese Empathie seit Jahren haben wollen. Übelschleim, ne? Da dauert dieses Putzen. Dann habe ich den älteren Bruder angeschaut. Und er hatte Tränen in seinen Augen. Er hatte sich nie vorstellen können, dass das hinter den Botschaften des jüngeren Bruders stehen könnte. Er hörte nur Kritik. And then I played the role of the younger brother and gave empathy to the older brother. Und dann habe ich die Rolle des jüngeren Bruders übernommen und hörte die Bedürfnisse des älteren Bruders. So, I got everybody hearing each other's needs. Und so geschah es dann, dass alle die Bedürfnisse des anderen gehört haben. Without all the diagnosis and critique. Ohne die ganzen Diagnosen und die ganze Kritik. But my time was up. I had to go back to my workshop. Und dann war meine Zeit aber um und ich musste zu meinem Workshop zurück. So we didn't get to the step that I was prepared to take at that point. Also sind wir nicht zu dem Punkt gekommen, auf den ich mich vorbereitet hatte, dass wir kommen würden. Now that we've heard the Jerry's Der wäre dann, nachdem wir die Bedürfnisse alle gehört haben, zu überlegen, was können wir tun, um all diese Bedürfnisse zu erfüllen. Aber uns ist die Zeit davon gelaufen. The next morning. Am nächsten Morgen. I was going into my workshop. Bin ich gerade auf dem Weg zu meinem Workshop. The father was waiting for me outside. Dann wartete der Vater dabei. With tears in his eyes. Die Tränen in den Augen. And he thanked me deeply for what happened the day before. Er hat mir wirklich sehr gedankt für das, was am Vortag passiert ist. Said, Marshall, after your session with us. Sagte Marshall, nach deiner Sitzung mit uns. We went out for dinner as a family for the first time in 8 years. Sind wir das erste Mal als ganze Familie zusammen zum Essen gegangen, seit 8 Jahren. We resolved the conflict over the day. Wir haben den Konflikt über den Abendessen beigelegt. They had lawyers. They had Anwälte, das lief schon monatelang. But when they heard each other's needs. Aber als sie die Bedürfnisse, die jeweiligen Bedürfnisse gehört haben, dann war es nicht mehr so schwer, diesen Konflikt zu lösen. Als Bedürfnisse hinter der Aggression. Auch? Scheiße. Das ist so, die haben heute eigentlich schon
viel macht. Man wird ja nicht einmal Film runter, weißt du? Mal gucken. Schau die Wände her. Ja, eigentlich das nächste, was jetzt so wichtig gestern war, V-Tat. Gibst du mal YouTube? Gibst du mal YouTube? Guck mal. Die Wände. Mediasatz und darum geht es. Darum geht es. Mediasatz. Ich muss doch nicht mehr alles holen. Ich muss doch nicht mehr. Hast du ja gehört, oder? Nee. Mutter liegt im Krankenhaus und er will gesund. Mutter liegt deine Freundin. Deine Ex-Freundin liegt im Krankenhaus, die er so doll liebt. Ja, das ist seine Mutter. Nein, das ist seine Mutter. Und eigentlich, wenn ich mir vorhin anders als die Mutter. Ja. Schlimm. Ich finde das so cool, das ist immer ja, jetzt mal stopp, gehen wir nochmal pullern und dann können wir gleich, wenn du willst. Completo Italiano, Finale the Wife. Du, denn im Film gibt es fast in jeder Sprache erstaunlicherweise. Und das ist eben öffentlich. So geil. So echt cool.
What? Ja, na klar. Ich weiß, aber er muss es machen, er muss es durchziehen. Ja, der braucht ja einen Fahrschein, weil er hat einen Fahrer, der ist bescheuert, aber. Ja, ich war keine dumme Lüge, hab ich mal. Also, da wird ja wohl so sein, dass seine Freundin irgendwie was an den, an der Hand hat. Nee, das ist wichtig. Also, finde ich noch aus, ob die im Krankenhaus war oder nicht. So dumme Lüge ist es nicht. Und jeder erzählt mir, oh, wie was los ist. Also, es geht nicht an mir vorbei. Deswegen, das ist keine Lüge. Und ich will auch von ihm, dass er durchzieht. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja? Schön, den Geist, die Energie zerbrechen lassen zum Kreuzkübel. Ja, ich lasse meine Energie nicht ablaufen. Ping-Pong, darum geht das Spiel eben. Ne? Ping-Pong. Ping-Pong, Ping-Pong. Fick dich, Ping-Pong. Big-Fuck, Big-Fuck. Ping-Pong, Ping-Pong. Big-Fuck, Big-Fuck. Ping-Pong, Ping-Pong. Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong. Wird sogar fast ein Lied, nicht schlecht. So, möchten wir jetzt zusammen? Pau wie Vendetta gucken. Meine Kamera einmal nochmal aus. Hat sich deine Einstellung dazu etwa geändert? Na, fast nein. Wir wollen nur dein Wohlwollen abwarten und dir die Chance für dein Wohlwollen geben. Fick dich. Fick Fax. Ping Pong. Fick Fax. Nö, das gibt ja nichts ab. Fick Fax. Ping Pong. Mann, wir meinen Essen. Braucht der Hilfe nicht. Boah, ich hab die beste Zahnweh. Ficken. Ficken. Das hat es. Das tut man doch nicht. Scheiße. Weg mal von mir. So neue Schöne. Ich will deine Mutter mal sehen. Ja, hübscher. Das ist das Hündehopflose Zeug, seine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich hole mich mal an, ne?